Ich muss völlig beknackt sein, denn ich habe mir 100% gegeben, und zwar 100% von Tears of the Kingdom. Nicht die 100% im üblichen Sinne von Map 100%, also die man auf der Map angezeigt kriegt, sondern wirklich die 100% nach speedrun.com-Regeln. Das heißt, für einen Speedrun, der wirklich alles erledigt, inklusive aller Rüstungen, aller... Ach, einfach alles, was es zu holen gibt. Ich habe euch hier die komplette Liste mal aufgerufen und wie ihr seht, es ist einfach eine Menge Zeug. Und vor allen Dingen die ganzen Rüstungen aufzurüsten, das dauert einfach ewig und verschlingt eine Tonne von Ressourcen. Und wie lange man daran so sitzen kann, naja, das ist eine ganze Menge. Die üblichen Leute haben das vielleicht so in ein paar 100 Stunden, vielleicht so 100, 200 Stunden durchgespielt. Aber wenn wir mal reinschauen hier an der Stelle... Da haben wir einfach mal auf der Liste einfach mal satte, was haben wir hier, 360 Stunden oder länger haben wir da einfach zu stehen. Das ist enorm. Und ja, wenn man die investiert hat, dann möchte man auch irgendwie ein bisschen was davon haben. Und wir schauen einfach mal rein, was wir da jetzt so zu sehen bekommen. So, und los geht's. Wir starten in Hateno, unserem letzten Standpunkt, und wir sehen schon in der Übersicht hier, es sind alle Herzen bis auf 2 voll, dafür 3 volle Ausdauerringe. Die 8 Batterien, die man hier sehen kann, sind eigentlich 16, weil es gibt ja irgendwie 2 Stufen, 152 Schreine Oberwelt, 120 Wurzeln, 1000 Crocs und natürlich die 6 Symbole, die hier zu sehen sind, besagen, dass wir alle Bosse gemacht haben. Und... ja, wenn wir uns jetzt einfach mal das Menü aufrufen, dann fangen wir vielleicht am besten mal mit den Waffen dabei an. Schöne Aussicht wie immer in Hateno. Das Game ist an sich sehr geil gemacht, also da kann man echt nicht meckern. Ich habe das für euch übrigens mal in 1080p aufskaliert mit KI. Das heißt, das sieht hier ein bisschen hübscher aus, als man das vielleicht üblicherweise aus dem Spiel kennt. Dafür ist das Ganze natürlich ein bisschen dunkler, weil meine Capture Card irgendwie nur einen bestimmten Farbmodus unterstützt, aber soll uns nicht weiter stören. Wir haben hier ein paar Details, die wir sehen können schon, und da geht es auch schon los mit den Waffen. Die stärkste Waffe, die man so ziemlich kriegen kann, auf normalem Wege sage ich mal, hat 138 Angriffspunkte, besteht aus einem Schatzsäbel, den man sich ein bisschen aufgemöbelt hat mit einem silbernen Leune-Säbelhorn. Und mein Kumpel Magni, der das Ganze jetzt vor einigen Tagen bis Wochen, je nachdem wie lange die Produktion des Videos so dauert, fertiggestellt hat, der hat sich auch diese Waffe empfehlungsgemäß mal gebaut. Und damit war das eigentlich alles gar kein Problem. Ich würde sagen, ich gehe hier einfach mal durch, lege mal die verschiedenen Rüstungen an, zeige euch mal jedes Teil, dass ihr mal die Stats auch mal gesehen habt. Und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger dabei ist, die ganzen Set-Kombos. Es gibt ja Set-Kombos, das heißt, wenn man alle 3 Teile anlegt von einem bestimmten Set, dann geben diese Sets einen Bonus ab. Und dieser Bonus ist, glaube ich, erst ab der 2. Aktualisierungs- oder Update-Stufe verfügbar. Also nicht gleich beim ersten Mal und auch schon gar nicht, wenn man die Teile auch so in die Hand kriegt. Ich habe hier einige Ausrüstungsteile auch 2-mal dabei. Ich glaube, das betrifft, glaube ich, nur 1 oder 2 Helme oder irgendwie sowas in der Richtung. Die kriegt man teilweise durch Amiibos nochmal mit dazu. Also ich habe einige Amiibos noch auch aus Breath of the Wild mit dem Champion Set. Und dadurch kriegt man neben so allerlei nutzlosen Plunder, den man so drin hat, wie irgendwelchen Früchten und irgendwelchen anderen Ausrüstungsgegenständen, bisschen Nahrung und sonstige Dinge, kriegt man teilweise auch Ausrüstungsgegenstände, und ich weiß nicht mehr so richtig, ob das der Fall war, aber es könnte durchaus sein, dass es einige Ausrüstungsgegenstände wirklich nur über Amiibos gab. Schreibt es mir in die Kommentare, ich erinnere mich da nicht mehr so ganz dran. Breath of the Wild ist schon eine ganze Weile bei mir das letzte Mal her, und wie gesagt, speziell für Kumpel Magni, der so ein bisschen Kleidungsfetischist ist, sage ich mal, für den lege ich hier einfach mal sämtliche Rüstungen komplett an. Wie gesagt, aber eben nicht nur für die Optik, sondern eben auch zu sehen, was es an Set-Boni gibt. Und da hat irgendwie so jedes Kleidungsstück sein eigenes
Ding irgendwie dabei. Witzigerweise das Kletteroutfit, von dem ich dachte, dass eine... Ja, hier war es, glaube ich, Klettergeschwindigkeit, aber das ist zumindest, wenn es voll ausgebaut ist, so das Wegrutschen verhindert. Das ist nicht der Fall, aber dafür gibt es eine spezielle Rüstung. Die kommt auch gleich, das ist dieses Frosch- oder dieser Krötenanzug. Und der, wenn der voll ausgepowert ist, der verhindert wirklich komplett ein Abrutschen auf nassen Flächen. Das heißt, das Klettern auch beim Regen, was uns ja bei Breath of the Wild irgendwie schon immer genervt hat und hier natürlich auch, Rutschreduktion nennt sich's und dann wirklich rutschfest. Das gehört damit komplett der Vergangenheit tatsächlich an und man kann eben auch im Regen dann gemütlich klettern, ohne gleich wieder in den Abgrund zu rutschen. Der Miasma-Schutz, den wir gerade sehen, das ist so ein Ding für sich, also das verhindert nicht komplett, dass man irgendwie von Miasma geschädigt wird, aber es gibt einem so ein paar Herzen Vorsprung, bevor es dann an die eigentlichen Herzen geht, die dann zerstört werden und die man dann erst wieder reparieren muss. Es gibt auch so ein paar Outfits, die sind nicht besonders stark, wie zum Beispiel hier dieses Geister-Outfit. Sehen aber mal ganz nett aus und die erhält man halt zu speziellen Gelegenheiten. Vieles davon findet sich im Untergrund an Rüstungen. Da muss man dann so einige Sidequests für machen, beziehungsweise gibt es ja auch noch diese alten Karten, die da mit drin sind. Und bei diesen alten Karten... Wenn man die gefunden hat, dann gibt es im Prinzip ein Kreuzchen auf der Map. In der Regel, wie gesagt, beim Untergrund. Und da kann man dann die Rüstungsgegenstände quasi finden. Und das ist dann immer so eine Schnitzeljagd. Hier haben wir zum Beispiel zwei Rodania-Helme. Der eine, den habe ich nicht aufgepowert, sondern nur den anderen. Hat jetzt keinen Sinn gemacht, das irgendwie zu tun, weil die Speedrun-Regeln von speedrun.com, die schreiben eigentlich vor, dass nur die Ausrüstung quasi aufgelevelt werden muss, die permanent ist, also Stücke, die man wieder verliert, die müssen halt nicht aufgepowert werden, aber All Permanent Armor, so steht es dann da drin, die muss tatsächlich mit 4 Sternen aufgerüstet sein und das kostet bei der Fee natürlich auch jedes Mal ordentlich Geld. Ich habe es mal grob überschlagen, es sind glaube ich irgendwas um die 70.000 oder 80.000 Rubine, die allein dafür zu investieren sind und ihr könnt euch vorstellen, bei den ganzen Materialien, die man hierfür noch sammeln muss, und das sind echt eine Menge, da macht es wirklich, also muss man schon entweder sehr, sehr, sehr dieses Spiel mögen, um noch ein paar hundert Stunden extra da drin zu verbringen. Denn dieses Sammeln kostet nicht nur irgendwie Zeit, sondern man muss auch so an den richtigen Orten sein. Man muss seltene Teile farmen, die von diesen Drachen stammen, die am Himmel rumfliegen. Und die haben einfach mal Respawn-Zeiten, die jenseits von Gut und Böse sind. Also wir reden da zum Beispiel von, ich glaube, 10 Minuten oder sowas Real-Time. Also nicht von wegen In-Game-Time. Das heißt, man kann das irgendwie durch Schlafen oder Ähnliches beschleunigen. Sondern man muss wirklich 10 Minuten Echtzeit abwarten. Und wenn man dann irgendwie dafür 3 Teile braucht pro Set und das dann irgendwie über 4 verschiedene Drachen sind, ne, dann kann man sich ausrechnen, dass man da richtig Zeit drin versenken kann. Und da hatte ich ehrlich gesagt einfach keinen Bock drauf. Also habe ich das gemacht, was die meisten Speedrunner machen. Es gab ja damals noch diese Duplication-Glitches, die man ausführen konnte, um sich Materialien einfach zu vervielfältigen. Und der hatte damals bei mir tatsächlich noch funktioniert. Mittlerweile nicht mehr, denn ich habe auch hier die Version bei mir auf die aktuellste aktualisiert mal. Aber zwischendurch war irgendwie mal kein Netzwerk da und demzufolge hat das Spiel sich nicht selber Aktualisierung gezogen. Dann habe ich mir hinterher gedacht, oh, gut, dass das tatsächlich so war. Das hat also sehr dabei geholfen, hier diese ganzen Materialien sich einfach zu vervielfältigen, um sie dann einsetzen zu können für die ganzen Upgrades. Aber wie gesagt, allein die Kohle, 70.000 bis 80.000 Rubine. Und ja, natürlich, auch die habe ich mir tatsächlich erglitscht. Was macht man? Sinnvollerweise, Diamant lässt sich am teuersten verkaufen. Also einen Diamanten gesnatcht, den tatsächlich ein paar Mal dupliziert, also um genau zu sein, ein paar hundert Mal das Ganze verkauft. Deshalb sieht man auch so schön 120.346 Rubine hier in der Kasse drin. Die müsste man sonst eine ganze Weile sammeln. Und hier war es dann tatsächlich so, dass ich einfach diese Diamanten mir dupliziert habe, die verkauft habe und zack, hatte ich irgendwie so eine 500.000 Rubine. Und damit ließ sich dann schon einiges besser bewerkstelligen. Wie gesagt, auch bei den Drachenteilen genau das gleiche.
um sie da zu holen. Und jetzt kommt tatsächlich gleich mein Lieblingsoutfit. Nein, es ist nicht das Darklink-Outfit. Es sind auch nicht die Unheilsreiter-Klamotten, die wir da irgendwie sehen. Obwohl die natürlich irgendwie ziemlich nice sind an der Stelle. Aber letztendlich ist es doch etwas anderes, was ich irgendwie ziemlich witzig fand. Auch nicht die Ausrüstung von der grimmigen Gottheit, die erinnert so ein bisschen an Majora's Mask. Nein, es ist tatsächlich, und jetzt bitte einen Schritt weiter, diese Erwachensmaske, weil das einfach mal aussieht wie so eine Wackelkopffigur hier drin an der Stelle. Und zwar insbesondere, wenn man sie mit anderen Klamotten kombiniert und nicht mit den komplett eigenen in diesem Sinne, sondern wenn man das wirklich als Kombi-Outfit mit irgendwas anderem verwendet. Das sind jetzt noch die ganz normalen Outfits, die wir hier sehen. Wie gesagt, ich gehe sie einfach alle mal durch. Und ganz zum Schluss gibt es noch ein spezielles Outfit, das man tatsächlich nur kriegen kann, wenn man alle Schreine gemacht hat. Das hat dann damit zu tun, dass es eine Sidequest gibt, bei der man das Ganze dann holen kann. Und ja, das ist das einzige Kleidungsstück, was wirklich komplett auf die ganze... also auf den ganzen Körper wirkt, wo man also nicht irgendwie das Ganze dreigeteilt hat mit einem Helm und einer Rüstung und einem Beinschutz, sondern das wirklich komplett an dieser Stelle angezogen werden kann nur. Das gibt dann auch einen kompletten Schutz, wenn man es aufgebaut hat, der ähnlich ist wie die anderen Rüstungen. Also insofern jetzt nicht zu schwach oder so, ja. Aber auch den kann man natürlich dann bis auf 4 Sterne aufpowern und dann hat man da eine ziemlich gute Rüstung dabei. Und so sieht das Ganze dann aus. Heldengeist aus uralter Zeit nennt sich das und verstärkt so die Master-Schwertstrahlen mit. Den Z-Bonus kriegt man übrigens wie bei allen anderen auch erst ab einer bestimmten Stufe, ich glaube ab dem 2. Stern. Bögen gibt es jetzt nicht so besonders krasse hier in diesem Fall, aber ich glaube, der beste, den man kriegen kann, hat irgendwie, ist ein 5-fach-Leunenbogen mit üblicherweise 32 Angriffskraft. Ich weiß nicht, ob es diesen mit 42, das ist irgend so ein Special-Ding, ob man den auch nochmal in irgendeiner Form als 5-fach-Bogen kriegen könnte. Wenn ja, dann wäre das natürlich der beste Bogen mit über 210. Heiliger-Schild ebenfalls, der hat Standard-Schild hat irgendwie 90 und hier gibt es nochmal irgendwie einen extra Power-Up mit einem Schildblock plus 10. Alle anderen sind irgendwie Verschleißschilde, die habe ich jetzt nicht großartig aufgehoben. Genauso wie bei Waffen, die kann man irgendwie immer wieder bauen. Und ja, diese ganze Kombi-Geschichte, die ist irgendwie witzig, aber auf Dauer nervt das einfach nur. Bei den Gegenständen mal schnell reingeschaut. Ja, ihr seht, da sind irgendwie 33 Sternensplitter dabei. 30 Feen, was normalerweise überhaupt nicht möglich ist. Die sind also auch durch Duplizieren entstanden, genauso wie diese 217 übrig gebliebenen Diamanten. Diverse Rolonite, die sich übrigens auch sehr gut als Angriffswaffe in Anführungsstrichen eignen, indem man sie einfach an Pfeile halt mit dran baut, wenn man die verschießt. Also die verursachen eine riesige Feuerwelle und wenn man sich mal so Any% Speedruns anschaut, dann sieht man, dass die das Mittel der Wahl einfach sind, wenn es in den Endkampf gegen Ganon geht. Diese antiken Pfeile, wovon ich mir dann auch ein paar Mal dupliziert habe, die sind eher so, naja, für den Garten. Also die vernichten einfach einen Gegner und das war's. Die machen jetzt sonst nichts irgendwie Besonderes. Und natürlich habe ich mir ja auch an Säbelhörnern einiges auf Vorrat gelegt, damit einfach ich mir die Waffe, die 138er, dieses Schwert, was man sich irgendwie aus dem Gerudo-Messer basteln kann, dass ich mir das einfach mehrfach auch wieder zulegen kann, wenn ich mal mein altes irgendwie zerbrochen habe. Weil die Haltbarkeit ist ja einfach mal begrenzt. Irgendwo hatte ich hier auch noch ein paar sehr leckere Gerichte mal mit dabei. Der Karottenkuchen war es nicht. Fisch ist sowieso nicht mein Ding. Nö, habe ich tatsächlich nicht mehr mit dabei. Da gibt es dann noch so diverse Pizza und was weiß ich was nicht alles. Sonar-Bauteile kennt ihr hier einfach bloß nochmal schnell die Übersicht, dass ihr auch nichts verpasst habt an der Stelle. Und die Dinge, die man sich da nicht speichern kann, das sind ja bestimmte
Bauteile aus den Schreinen, die man sich allerdings so in diese Bautomatik reinbauen kann und dann draußen wieder verwenden kann. Und hier einfach als Proof für die 100 Speedrun-Prozent. Wir haben tatsächlich alle Kräfte sozusagen mit dabei. Wir haben die Schwüre von unseren Verbündeten, die ja 5 Stück sind. Und dann gibt es die erweiterte Stufe, das ist dann der tiefe Schwur von dem jeweiligen Weisen. Dafür konnte man tatsächlich diese, ich weiß es schon gar nicht mehr, das ist tatsächlich schon eine Weile her, seit ich es fertig gespielt habe. Ich glaube so fast ein halbes Jahr oder so oder länger sogar. Da konnte man die sich nochmal, Wille der Weise hießen die Dinger, richtig. Und davon gibt es halt tatsächlich 20 Stück, das heißt 5 Weise mal 4 Schwüre. Und wenn man die zusammen hat, dann kann man das erweitern. Teleportmedaillons gibt es insgesamt 3 Stück, die haben wir auch alle. Eins sehen wir hier. Und die zweiten und dritten, die ich auf der Karte platziert habe, die suchen wir mal schnell. Das eine ist hier natürlich so direkt an der Absprungstelle auf dem Weg zum Endboss. Und das zweite haben wir hier offensichtlich nicht im Untergrund. Also schauen wir doch mal auf die anderen Ebenen, wo das vielleicht rumhängt. Auf der Oberfläche war es nicht. Ich denke, ich habe es irgendwo im Himmel, glaube ich, gelassen. Wenn ich raten müsste, haben wir es nicht doch noch hier auf der Map irgendwo? Nein, ich glaube nicht. Ah, da ja. Im Himmel haben wir es tatsächlich. Und ja, hier haben wir es auf dem Dach vom Tempel der Zeit haben wir es geparkt. Das war, glaube ich, auch für eine dieser ganzen Sidequests, die ich zuletzt gemacht habe. Und apropos Sidequests, der Magni hat jetzt kürzlich auch tatsächlich alle Sidequests vollgemacht. Mein Plan war eigentlich, ihm da noch ein bisschen Anleitung zu geben und wieder zurück zu den 100 Speedrun-Prozent. Es gibt diese Bauplanplatten, davon gibt es irgendwie 12 Stück, die man sammeln muss. Dann gibt es die Erdmanipulationsanleitung, die vollständig sein muss. Das Pura-Pad muss da sein, das Fotomodul muss da sein. Die Batterien müssen alle bis auf eben diese türkisen 8 Stück und nicht die grünen aufgepowert sein. Das heißt, man hat effektiv 16 Stück dafür. Jägerbaupläne 34 Stück, 31 nicht 32, sondern wirklich nur 31 alte Karten gibt es. Die Stallpunkte müssen bis auf 40 aufgelevelt sein. Das sind sie hier. Man kriegt dann, glaube ich, aber trotzdem immer noch Prämien. Deshalb kann man hier auch weiter Punkte sammeln, die damit zusammenhängen. Übernachtungsgutscheine sind irrelevant. Die Brunnenbelohnung ist wie ein Abschluss der Quest mit den ganzen Brunnen. Tatsächlich, also damit hat man die sowohl auf der Questliste als auch hier zu stehen. Und der wohl langwierigste Part überhaupt waren die ganzen Boss-Medaillen. Also es gibt, glaube ich, 200 noch irgendwas von diesen ganzen Minibossen. Ivarox, Moldugas, Hinoxe, Blockkonstrukte, Griox, Gigamas und so weiter. Und die muss man tatsächlich alle auf der ganzen Map gemacht haben, im Untergrund, beziehungsweise auch, wo sie halt sonst auftreten. Maronus-Samen ist klar, gibt es den goldenen Kackhaufen für die ganzen 1000 Crocs, die man gesammelt hat. Den Lichtbringerorden, wie gesagt, gibt es für die Freilegung der ganzen Wurzeln im Untergrund, wo ja im Prinzip zu jedem Schrein, den es in der Oberwelt gibt, also im normalen Hyrule, auch unten eine Wurzel gibt. Und die restlichen 32 Schreine sind dann halt im Himmel. Und die ganzen Zaumzeuge natürlich. Die lassen sich jetzt nicht irgendwie verbessern oder so, aber man muss sie halt tatsächlich alle auch sammeln, diese ganzen Geschirre, die so damit dabei sind. Und das ist einfach mal eine Riesenmenge an Stuff, die dieses Game hier zu bieten hat. Man kann da wirklich ewig dran hocken. Also wie gesagt, mich hat es 360 Stunden gekostet. Ebenfalls zu der vervollständigten Liste gehören natürlich hier diese ganzen Charaktere, die alle mit da sein müssen. Ich blätter die einfach mal durch, so dass ihr auch die Möglichkeit habt, die Texte mal zu lesen. Also stoppt ruhig einfach dieses Video, wenn euch irgendwo was interessiert, lest euch die Texte genauer durch. Variante wird wahrscheinlich auch sehr nützlich sein, dann, wenn ich jetzt mal die ganzen Quests im Anschluss noch durchgehe. Wie gesagt, ich hatte es eigentlich für meinen Kumpel Magni so gedacht,
dass er das auch als Referenz mal hernehmen kann, wenn er selber abgleichen möchte, was ihm noch irgendwie fehlt. Es steht jetzt irgendwie so sein Bye-Bye-Zelda-Stream bevor und deshalb gebe ich auch gerade richtig Gas, um dieses Video noch zu produzieren, denn vielleicht wird er an der einen oder anderen Stelle mal da reinseppen und vielleicht auch mit seinen Sachen abgleichen. Ich denke, gerade was die Kleidung betrifft, da hat er, glaube ich, noch nicht alles gesammelt und demzufolge kann ich mir vorstellen, dass er da einfach mal dieses Video auch zu Rate zieht. Und ja, also bei den Hauptzielen, ihr seht es, zwei bleiben immer offen von Nichte Ganondorf und die Suche nach Zelda, weil man das nach Wiederaufnahme jetzt eines Speicherstandes, auch wenn man den Endboss gemacht hat, die halt immer wieder auftauchen, die schließen sich also wirklich erst ganz, ganz, ganz zum Schluss ab, sprich für die 100% nach Speedrun-Manier muss man quasi auch das Ding mindestens ein zweites Mal fertig machen, wenn man sicher gehen will, dass man zwischendurch alles hat. Und erst dann sind auch diese beiden Quests abgeschlossen und die müssen tatsächlich für die vollen 100% nach Speedrun-Regeln auch abgeschlossen sein. Also man muss als allerletztes quasi den Boss machen, damit das dann auch wirklich ein valider Run ist. Und ich glaube, es gibt mittlerweile einige Runner, die das auch schon mit 100% jetzt gerade machen. Einen Verrückten, den habe ich tatsächlich schon bei Breath of the Wild irgendwie begleitet und der ist jetzt natürlich volles Brett dran und macht da die nächsten Läufe mit Tears of the Kingdom. Episoden, wie gesagt, ich blätter das alles mal durch, so dass der ganze Text auch angezeigt wird. Das kann sich jetzt so eine Weile hinziehen. Aber so habt ihr zumindest die Möglichkeit, eben das Video zu pausieren. Könnt da reinschauen, könnt euch in Ruhe die Texte durchlesen, könnt auch natürlich mit einer eigenen Liste mal abgleichen, wer irgendwie noch auf der Liste steht hier an hilfsbedürftigen Menschen und NPCs in Hyrule, die vielleicht noch irgendwas von euch wollen. Und ja, den könnt ihr dann unter die Arme greifen, Quests vervollständigen. Wie gesagt, es gibt irgendwie 60 Episoden, die eigentlichen Sidequests nachher, das sind irgendwie 137, 139, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Das sorgt einfach mal für jede Menge Content, den man da irgendwie zu basteln hat. Ja, ich lasse euch einfach jetzt mal in Ruhe lesen und genießen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es über die Karte einmal einen kurzen Flug gibt. Thank you.
Also ihr habt das bestimmt gerade gesehen beim Durchblättern. Es ist einfach so eine schiere Unmenge an Content gewesen. Und ja, die meisten Sidequests habe ich tatsächlich selber gefunden. Einige musste ich dann mal nachschauen. Und die Erinnerungsvideos, die jetzt hier gerade mal durchgescrollt werden, das sind glaube ich 18 Stück oder so, die wollte sich auch der Magni mit euch nochmal anschauen. Von dem her, wenn ihr sie wirklich sehen wollt, entweder findet ihr ein eigenes Video dazu oder ihr schaut einfach bei ihm mal rein. Schaut einfach bei ihm mal auf YouTube @magnitendo. Da wird er jetzt wahrscheinlich auch dann noch eine Aufnahme machen zu seinem Bye Bye Zelda Stream und sich einfach diese ganzen Erinnerungen auch nochmal anschauen. Das wird dann so ein kleines, längeres Video vermutlich, was dann da mit dranhängt. Ja, einmal über die Karte gesappt. Hier im Untergrund, so sieht das Ganze aus, wenn tatsächlich alles aufgedeckt ist. Und Fotos hier im Album. Ich glaube, da war nichts weiteres Interessantes dabei. Achso, das Hyrule-Handbuch wollte ich euch noch zeigen. Ja, genau, richtig. Die ganzen Tiere, 92 Stück. Die Fotos habe ich tatsächlich alle nicht selber gemacht. Ein paar davon irgendwie per Hand, ja. 110 Monster, da muss man schon echt bekloppt sein, um wirklich den ganzen Spaß noch zu fotografieren. Das hätte auch, glaube ich, die Playtime nochmal richtig in die Höhe getrieben. Nein, also diese Fotos, die kann man tatsächlich kaufen, und zwar bei Robelo, der sich dann mittlerweile da am Hateno-Institut verschanzt hat. Genauso wie die ganzen Materialien. Da gibt es irgendwie 126 verschiedene Sachen. Und man kann die natürlich hier mit Y zum Beispiel auch für den Sensor als Suchobjekte einstellen. Genauso wie Waffen und den ganzen Kram. Es gibt ja irgendwie eine Tonne kaputte Waffen, die man sich dann also mit irgendwelchen Gegenständen irgendwie zusammen kombinieren kann. Und dann gibt es aber natürlich auch noch Waffen, die ganz geblieben sind, vor der Verheerung sozusagen. Und auch die kann man natürlich alle suchen. Und bei den Schätzen zählt zum Beispiel als einen Schatz auch der Brunnen mit dazu. Das heißt, man kann dann sozusagen mit einer Wünschelrute losrennen und sich die alle suchen. Wie gesagt, es gibt ja die eine Sidequest. Im Englischen heißt sie, glaube ich, All's Well. Also alles ist Brunnen oder alles ist gut, je nachdem, wie man es nimmt. Und da muss man dann, glaube ich, die, ich weiß nicht, 58 Brunnen oder so waren es, glaube ich, sammeln. Da ist das natürlich eine Riesenhilfe dabei, wenn man dann einfach mit so einem Radar losgeht. Magni war einer von der Sorte, der sich gesagt hat, nein, ich kann dieses Sensorpiepsen einfach nicht ertragen und scheiß auf den blöden Sensor, also wir gehen jetzt los und machen das Ganze per Hand, suchen uns das raus oder schauen es lieber anhand irgendwie von Karten oder sowas nach. Und ja, die Nummer hat er tatsächlich durchgezogen und dafür meinen größten Respekt. Also da steckt wirklich einiges an Arbeit drin, wenn man das irgendwie per Hand versucht rauszufinden und sich eben nicht auf diesen Sensor verlässt. Und ja, bevor die Story so ganz zu Ende ist, wollte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen, denn eine der Sidequests war, dass man sich sein eigenes Traumhaus bauen kann und das liegt im Prinzip hier so ein bisschen in der oberen Region mit dabei. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen weiter nördlich natürlich, bei Taburasa in der Nähe. Und der Rashtakivaka-Schrein, der liegt direkt daneben. Da konnte man dann irgendwann so im Verlaufe der ganzen Geschichte sich sein eigenes Häuschen mitbauen. Das hat natürlich auch nochmal ordentlich Geld gekostet, also ich glaube, man kann da, glaube ich, bis zu 14 Module oder so, die es da gibt, kombinieren. Und ja, ich denke, das werden die meisten auch gemacht haben. Also ich kann mir eigentlich keinen vorstellen, der sich sagt, ach, diese Sidequest, die interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Und Traumhaus, wozu soll ich mir da was bauen? Ja, also da schauen wir uns nochmal gleich genau an, wie es drinnen so ausschaut in der Bude. Und ja, wir sehen es vom Schrein aus auch schon. Da unten steht unser Häuschen. Das Ganze besteht eben aus verschiedenen Wohnmodulen, die man sich irgendwie zusammenstöpseln kann. Und auch so ein bisschen Außenausstattung. Man kann sich das dann so in die Richtung drehen, wie man Bock hat. Ich habe da, glaube ich, schon so ein paar ganz abstruse Kombinationen gesehen, die sich quasi so einen Turm gebaut haben. Ich habe so gemacht, ich habe mir einfach diese Stalleinheit oder dieses Stallmodul, was man da draußen so sieht, teilweise so ein bisschen als Veranda und Balkon missbraucht. Vorne einen relativ offenen Eingang. Wir rennen hier so einmal ringsrum, um
das Gebäude. Ist zweistöckig das Ganze, das heißt, wir haben natürlich unten so ein bisschen Außenbereich auch mit einem kleinen Becken drin. Da tauchen auch ab und zu mal Fische auf, die man tatsächlich sich schnappen kann, wie so hier so ein Dreifarbkarpfen. Pferdchen ist schön eingeparkt und was ich irgendwie in einem Screenshot mal vor längerer Zeit auch irgendwo mit zum Besten gegeben hatte, war halt Pferdchen mit einer ordentlichen Belüftung sozusagen drin. Sprich, wir haben ihm irgendwie da so einen Ventilator vor die Nase gesetzt und ich versuche das hier gerade mal so zu rekonstruieren, sodass dann natürlich das Pferdchen nicht nur Futterchen hat hier, sondern auch ein bisschen Frischluft. So, und dadurch, dass ich das Game jetzt irgendwie vor über einem halben Jahr zum letzten Mal in den Fingern hatte, wie konnte man das nochmal drehen? Ich habe keine Ahnung mehr. waren es die Tasten hier? Nee. Bewegen. Ausrichten. Ah, okay, so ging das. Mann, ich bin auch echt zu blöd, das hier einzustellen. So, nochmal den Spaß. Also, nein. Ja, Pferdchen, du siehst das genauso. Ja. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich dich damals genannt habe. Ja. Irgendwie Lasagne war, glaube ich, mit dabei. Mayonnaise war es, glaube ich, nicht. Das war irgendwie bei einem Kumpel. So, genau. Und Frischluft. Zack. Der Nachteil ist, man hat den ganzen Mief halt im Haus drin. Und da machen wir mal so die kurze Tour einfach durch das Haus. Also wie gesagt, so ein bisschen als Veranda das Ganze benutzt, hat man so ein bisschen offenen Ausblick. Ganz hübsch so als kleine Chill-Ecke. Bisschen Ausblick. Einfach Richtung Taborase, Richtung Berge, mit frischem Pferdemief innen drin. Und vom Flur aus kommt man dann so in den kleinen, naja, nennen wir es Gebetsraum oder halt mit dieser Statue von der Göttin Hylia drin. Sehr chillig. Da kann man natürlich dann auch direkt seine ganzen Herzen aufrüsten oder Ausdauer, je nachdem, wenn man also diese Container gesammelt hat. Dann muss man nicht extra zu einer dieser großen Statuen hinlatschen, sondern kann das bequem zu Hause tun. Ich hatte übrigens mal gehofft, dass man in der mit KI hochskalierten Version hier irgendwas etwas genauer lesen kann, aber das scheint irgendwie nicht so der Fall zu sein. Stattdessen macht er hier irgendwie so den Spider-Link, krabbelt an der Wand einmal hoch. So, dann geht es einmal die Treppe rauf. Und oben haben wir dann einen großen Bereich mit, ja, wir haben viele Kumpels hier, also baut man gleich mal zwei Tische rein. Kleines Kunstzimmer. PS, ich mag Rekursion, das heißt, es gibt so hier das Foto vom Foto im Foto im Foto im Foto im Foto. Mal so in verschiedenen Perspektiven das Ganze genommen. Ich fand es irgendwie witzig. Und ja, da steht dann quasi auf der Hand, er schaut hoch zu dem Link, der auf der Hand steht, der sozusagen in der Hand hat und so weiter und so weiter. Also das ist dann einfach, man macht ein Foto, hängt es da rein, macht wieder ein Foto davon, hängt es da rein und so weiter. Kleine Studierstube. Bettchen mit drin, in dem man sich dann auch erholen kann. Auch eine Studierstube, weil eine nicht reicht. Und hier haben wir unseren kleinen Außenbalkon. Man könnte sich da oben jetzt sogar noch ein Pferd reinstellen, ein zweites, aber wozu? Und naja, Küche darf natürlich auch irgendwie nicht fehlen. Da lassen sich dann auch, da hat man einen permanenten Topf sozusagen, wo man sich dann sein Futterchen kochen kann und Proviant mit auf die Reise nehmen kann. Und ja, vom Balkon, der Ausblick, der ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Gerade dunkel draußen, aber man hat einen Blick auf Taborasa mit runter. Man sieht in der Entfernung noch den Turm auch. Und ich möchte fast behaupten, dass das Hochskalieren sogar ein bisschen was gebracht hat. Ja, hier guck mal, mehr Blick. Da geht doch irgendwie was. Ja.
Was habt ihr euch so als Häuser gebastelt? Schreibt es mir mal in die Kommentare, vielleicht irgendwie mit einem Link dazu, wenn ihr selber eine Aufnahme gemacht habt oder so, wo man sich das mal anschauen kann. Ich habe da, wie gesagt, schon viele verrückte Konstrukte gesehen. Das von Magni, das kennen wir ja bereits, auch aus seinen Streams. Und ja, wenn ihr da so... Oh, Blutmond. Ja. Ja, Blutmond. Wer kennt ihn nicht? Und insofern... Ganz guter Abschluss, denke ich. Nach dem Motto, das Spiel hat den, glaube ich, so häufig. Also ich kenne keinen, der vom Blutmond nicht genervt ist. Ich für meinen Teil war es auch. Und irgendwann gab es sogar so richtig skurrile Szenen, wo der einfach mal zwischendurch komplett auftaucht. Also die meisten von euch wissen sicherlich, der Blutmond ist einfach zur Speicherbereinigung, sprich das Spiel muss sich sämtliche Objekte, die irgendwie... verändert worden sind im Vergleich zum Originalzustand, muss ich merken. Und diese Liste muss halt ab und zu mal bereinigt werden, um wieder Speicher freizugeben. Und das ist letztendlich einfach dieser blöde Blutmond. Und der kann auch erzwungen werden zwischendurch, wenn man es da drin hat. Naja, dazu gibt es dann entsprechend andere Videos auch, die das erklären. Also in dem Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet mindestens so viel Spaß mit Tears of the Kingdom dabei, wie ich es hatte. Waren richtig gute 360 Stunden und ja, ich bin gespannt, ob die irgendwie das als Trilogie vielleicht sogar nochmal fortsetzen. Also dann, habe die Ehre und euch, wie gesagt, viel Spaß mit dem Rest von Tears of the Kingdom, falls ihr es noch nicht durch habt. Bye, bye.